An diesem Wochenende eröffnet wieder der traditionelle Schwepnitzer Weihnachtsmarkt seine Pforten. Am Samstag ab 13 Uhr marschiert die Weihnachtsmannkapelle mit dem Riesenstollen von 3,33 Meter ein. Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr erleben Sie mit buntem Programm die Schwepnitzer Weihnacht im Lichterglanz. Willkommen zum Endausscheid der Cheerleader Olympics. Begrüßen Sie die Herausforderer und den amtierenden Champion. Ich bitte um Ruhe, die Mannschaften formieren sich. Halten die Bänke, was sie versprechen. Eine gewagte Formation. Schnell zum nächsten. Links nach links. Oh je, das schaut auch nicht sehr stabil aus. Schauen Sie sich dieses Chaos an. Und wieder ragt eine Bank heraus. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Wir gratulieren zum Sieg beim Bankentest von Focus Money. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie im Abend. Weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Freitag, dem 27. November. Chemnitz hat heute als letzte der drei sächsischen Großstädte seinen Weihnachtsmarkt eröffnet. In Leipzig läuft das weihnachtliche Treiben bereits seit Dienstag und die Landeshauptstadt Dresden lädt seit Donnerstag zum Striezelmarkt ein. Überall im Freistaat wird also wieder Weihnachtsstimmung verbreitet. Doch ist nach den Terroranschlägen von Paris ein unbeschwerter Bummel durch dichtes Gedränge überhaupt möglich? Wir haben uns umgehört. Tausende Besucher genießen täglich auf dem Dresdner Striezelmarkt den Budenzauber zwischen Glühwein, Bratwurst und kandierten Früchten. Sichtlich Angst vor Angriffen scheint es nicht zu geben. Oder doch? Ein schlechtes Gefühl hat man. Irgendwie so ein mulmiges Gefühl hat man schon, dass irgendwie mal was sein könnte. Und die Security, die rumläuft, ich meine, die hat man immer, aber es ist halt vermehrt, denke ich. Ich habe die Polizei am Hauptbahnhof stehen sehen, sind sie erst mal geschockt, aber das Leben muss weitergehen. Also man sollte das nicht noch schlimmer machen, wie es ist vielleicht. Wir können es eh nicht ändern, das Ganze. Die Leute sollen sich ja da nicht so verrückt machen, weil sie können es auch nicht ändern. Und wenn sie sich immer einsperren daheim und nirgends mehr hingehen, nur schnell einkaufen oder was, das ist ja auch kein Leben mehr. Ich habe da kurz über nachgedacht, ja, sicher. Auch mit der Geschichte von natürlich was seit einem Jahr los ist in der Reise, mit Pegida natürlich und diesen Anstrengungen in Dresden, in europäischen Medien oder weltweiten Medien. So, ja, könnte man sich ein bisschen Sorgen machen, aber wann es passiert, passiert es. Ja, wann nicht. Da vertraue ich auf unsere Polizei. Hiervon ist ja ein operatives Polizeiauto und ich denke positiv. Und ich denke, das ist Aufgabe der Politiker, die hier für Recht und Ordnung zu sorgen haben. Neben der Polizei sorgt für die Sicherheit auf dem Striezelmarkt die Security. 4 Mann stehen im ständigen Funkkontakt. Einen Terroranschlag erwarten sie nicht. Dafür gibt es ein ganz anderes Problem. Wir hoffen, dass es ruhig bleibt, was eigentlich selten der Fall ist. Weil es werden viele Diebstähle auf Dächern gemacht hier. Die werden diese Utensilien abgebaut. Nachts ist es ganz schlimm. Das Ansteigen der Diebstähle in Dresden hat auch das City-Management beobachtet. Durch die private Finanzierung von verschiedenen Händlern in der Dresdner Innenstadt soll in den nächsten 2 Monaten die Sicherheit verstärkt werden, mit der sogenannten City-Streife.
In den 2 Monaten werden wir regelmäßig 4 Personen, das sind immer 2 Pärchen, auf der Straße haben, die dann auch in die Ladengeschäfte reingehen, also ihre Visite machen, die sich austauschen, ja, und dann auch je nach Sicherheitslage dann reagieren können. Und das Gute ist, wir haben eine Einsatzleitstelle, die koordiniert. Das heißt, wenn ein Geschäftsinhaber oder Personal im Laden feststellt, es ist etwas Ungewöhnliches oder auch Hinweise von anderen Läden kommen, guck mal, da sind Leute unterwegs, passt mal ein bisschen auf, dann kann die City-Streife natürlich viel besser reagieren. Ab nächste Woche kommt die City-Streife in der Dresdner Innenstadt zum Einsatz. Dann wird sich zeigen, ob sich die Diebe abschrecken lassen. Klar ist, die Dresdner lassen sich ihren Besuch auf dem Striezelmarkt nicht vermiesen. Weitere Meldungen des Tages haben wir gleich für Sie im Nachrichtenüberblick. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Sie wohin Sie wollen, zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, täglich 24 Stunden erreichbar an 7 Tagen in der Woche. Allen Kunden und Geschäftspartnern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit uns fahren Sie auch im neuen Jahr. Immer richtig. Hoyerswerda 40 66 66. Mit dem ersten Advent an diesem Sonntag beginnt die Vorweihnachtszeit. Genutzt wird sie auch von vielen Hilfsorganisationen, um Spenden einzuwerben. Sind Sie in dieser Zeit besonders spendierfreudig oder tun Sie Gutes, wenn Ihnen so ist? Das wollten wir in einer kleinen Straßenumfrage wissen. Ich mache eher den 2. Punkt. Das ganze Jahr nicht nur, weil Weihnachten ist. Das wird ja nicht nur zu der Zeit gebraucht, das wird ja auch die Spende das ganze Jahr gebraucht, irgendwo und irgendwo. So machen wir es. Wir spenden Weihnachten für Lichtblick und das ganze Jahr über haben wir ein Abonnement für 2x20 € für das SOS Kinderdorf. Weihnachtszeit spenden, ja, das ist schon irgendwo wichtig, nicht? Für das, was die nicht haben können, was wir alle haben, ne? Nee, ich spende das ganze Jahr etwas und Weihnachten vielleicht besonders, aber sonst normal. Ich spende regelmäßig. Brauche ich keine besonderen Anlässe. Nur wenn ich Lust und Laune habe. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich spende, wenn ich etwas übrig habe und wenn ich das möchte. Das hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Wie es gerade so kommt. Wie es gerade so kommt, ja. Wenn Sammlungen sind oder so. Nee. Und in der Weihnachtszeit, naja, dann gibt man auch mal ein bisschen mehr, ne? Ja, klar. Das Kinderdorf, da sind immer Karten ja, drin. Ja. Dann ja. Die Blinden, die Maler so. Naja, wir spenden schon. Ja. Während dem Jahr auch, aber die Vorweihnachtszeit, dann ist das noch ein bisschen mehr. Ja, und dann ist Brot für die Welt und ja, dann spendet man eben. Nee, also wenn es notwendig ist, dann spenden wir schon, wie es kommt. Da halten wir uns nun nicht so an irgendwelchen Feiertagen auf. Nee, nee. Wir haben vor allem hier vor die Braugasse sehr viel schon gespendet. Die liegt uns auch oder lag uns sehr am Herzen. Eher in der Weihnachtszeit, ja. Also, ja, in der Vorweihnachtszeit.
Wir spenden, wenn wir Lust haben, was Gutes tun wollen, für Sachen, die für uns in Frage kommen. Das sind, ja, was ist es? Kinderhilfswerk und sowas hauptsächlich. Und für benachteiligte, behinderte Menschen. In Deutschland haben wir genug Baustellen, sage ich jetzt mal. Und da sollten erstmal unsere eigenen Bürger dafür in Frage kommen, für Spenden. Wenn es notwendig ist, wenn ich denke, ja, hier ist es angebracht. Hat nichts mit Weihnachten oder so zu tun. Nein, ich hab da drei Stellen, wo ich monatlich richtig eine feste Summe. Das wird abgebucht. Und da mache ich zwischendurch nichts anderes. Das reicht dann. Ich bin nicht aus Hoyerswerda, ich bin aus Hamburg. Und ich spende auch das ganze Jahr über, also nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich habe da ein Projekt, was ich unterstütze in Hamburg. Und da, also ich finde es aber, dass die meisten Projekte sich immer zur Weihnachtszeit melden. Was immer für Deutschland typisch ist. Was ich würde es besser finden, wenn sich das ganze Jahr über an die Bürger wenden. Und so. Aber ich glaube, viele Bürger verbinden mit Weihnachten dann auch was Gutes zu tun und dann doch zu spenden. Was? Es ist eben Vorweihnachtszeit und viele sind ja auch wirklich die irgendwie Kinder, also Einrichtungen und so, wo man eine Freude machen kann. Und die schicken ja auch irgendwie kleine Weihnachtskarten und da muss man sich auch bedanken dafür, finde ich. Der Fall hatte in Dresden und darüber hinaus hohe Wellen geschlagen. Ende Oktober zeigte eine Frau die Vergewaltigung durch einen Mann mit südländischem Aussehen an. Jetzt gab die 29-Jährige gegenüber den Ermittlern zu, sie hat sich die Geschichte nur ausgedacht. Ein Motiv für ihr Handeln nannte sie nicht, so die Polizei. Die Frau muss sich jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Mehr Nachrichten des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Ich bin sehr dankbar, dass mich der Sportbund ziehen lässt. So Daniela Fünfstück auf der Pressekonferenz des Sportbunds Lausitzer Seenland am Donnerstagnachmittag im Vereinsgebäude. Die derzeitige Geschäftsführerin gab bekannt, dass sie sich ab Januar 2016 nur noch dem Sportclub Hoyerswerda widmen wird. Seit 1991 ist sie beim Sportbund dabei und half bei zahlreichen Projekten. Ob Champions Cup, die Euregio-Veranstaltung oder der Knappenman, Daniela Fünfstück spielte bei allen eine große Rolle. Und trotzdem konnte der Sportbund nicht Nein sagen, denn Präsident Thorsten Kilz meinte, das hat sie sich einfach verdient. Allerdings, so ganz wird sie den Sportbund nicht verlassen, denn sie selbst möchte ihre Ehrenämter weiterführen. In Hoyerswerda sind offenbar Brandstifter unterwegs. Am Donnerstagabend meldeten Anwohner der Schöpsdorfer Straße Rauch aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Ursache wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Holz- und Stoffteile hatten im Keller gebrannt. In der Nacht zum Freitag qualmte es erneut in einem anderen Mehrfamilienhaus der Schöpsdorfer Straße. Ursache hierfür war brennendes Papier in einem der Hausbriefkästen, das offenbar selbstständig erlosch. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zwei Mazda CX-5 sind jetzt in Kamenz verschwunden. In der Nacht zum Freitag wurden sie am Lessingplatz bzw. an der Hoyerswerda Straße gestohlen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge waren neuwertig und erst ein Jahr alt. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst vor zwei Wochen sind in Hoyerswerda drei Fahrzeuge derselben Marke gestohlen worden. Am Hoyerswerder Kinghaus wird der Glockenturm am Samstag um 16.15 Uhr offiziell eingeweiht. Der erste Glockenklang wird gegen 16.30 Uhr erfolgen, so Pfarrer Jörg Michel. Alle städtischen Kirchen werden am frühen Abend nacheinander läuten. Begonnen wird mit der katholischen Kirche Heilige Familie um 17:45 Uhr, dann folgt das Kinghaus und um 18 Uhr tönt es wieder aus der Altstadt, dann von der Johanneskirche. Die Geriatriestation am Hoyerswerda Seenlandklinikum wird am Mittwoch nächster Woche eröffnet. Aus diesem Grund findet auch ein Tag der offenen Tür statt. Besucher können sich ab 14 Uhr dort umschauen und über die medizinische Versorgung informieren.
Die Diakonie Sachsen hat am Donnerstag ihre Spendenaktion Stollenpfennig gestartet. Ab sofort werden in rund 1500 Bäckereien im Freistaat Sammeldosen aufgestellt sein, damit Kunden ihr Wechselgeld spenden können. Der Erlös kommt dem kirchlichen Hilfswerk Brot für die Welt zugute. Im vorigen Jahr kamen auf diese Weise rund 35.600 Euro zusammen, so viel wie nie zuvor. Die Aktion läuft während der gesamten Adventszeit. Traumberuf Feuerwehrmann, wie komme ich dahin? Die Frage wird am 3. Dezember im Berufsinformationszentrum in Bautzen beantwortet. Ab 16 Uhr steht der Leiter der Abteilung Ausbildung von der Landesfeuerwehr und Katastrophenschutzschule für Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren, Ausbildungsinhalte sowie anschließende Karrierewege bei der Feuerwehr zur Verfügung. Aufgrund begrenzter Teilnahmekapazitäten ist eine vorherige Anmeldung telefonisch und unter 03591-66-1410 oder per E-Mail unter bautzen.biz@arbeitsagentur.de erforderlich. Der Start in den meteorologischen Winter wird ungewöhnlich mild. Mehr zu den Wetteraussichten erfahren Sie gleich. Außerdem sehen Sie dann die Veranstaltungstipps. Brillante Details und umwerfende Farben, dieses Mal im Expertenangebot der Woche. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 50 Zoll, also 125 cm und einer Full-HD-Auflösung kommt garantiert Heimkino-Feeling auf. Durch Samsungs White Color Enhancer bekommt ihr ein noch schärferes Bild und auch die Farben sind naturgetreuer als je zuvor. Aber auch für die Ohren hat dieser Fernseher etwas zu bieten. Die 2x10 Watt Dolby Digital Plus Lautsprecher haben einen exzellenten Klang. Ja, und wenn die dann noch so interessant riechen, dann macht es noch interessanter. Trotzdem bleibt er mit seiner Energieeffizienzklasse A+ extrem energiesparend. Mit den zwei HDMI und dem USB-Anschluss könnt ihr ganz einfach eure Geräte, wie zum Beispiel eine Spielekonsole oder euren Laptop, anschließen. Der eingebaute Triple Tuner ermöglicht euch den Fernsehempfang über Satellit, Kabel oder DVB-T. Dieses riesige Expertenangebot der Woche bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten. Expert, preiswert und kompetent. In Hoyerswerda, Senftenberg und in Cottbus. Oder unter esc-expert.de. Nichts los hier? Oh, doch! Das übrigens ist der Titel einer neuen Sendereihe. In lockeren Interviews bieten wir den Akteuren vor Ort eine Plattform, sich vorzustellen. Egal ob Krabbelgruppe, Jugendclub, Häkel- oder Töpferkurs oder die Männerrunde. Jeder hat hier die Chance, dabei zu sein. Ausnahmen gelten für kommerzielle Angebote. Interesse? Einfach eine E-Mail mit kurzer Beschreibung, Ansprechpartner und einer Telefonnummer an info@elsterwelle.de. Nichts los hier? Oh, doch! Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Jugendclubhaus Ossi hier in Hoyerswerda. An meiner Seite ist heute Mitarbeiterin Bettina Nachtigall. Nun, das Jugendclubhaus besteht ja jetzt schon seit 1964. Was kann man denn überhaupt hier alles erleben? Ja, seit 1964, lange Zeit Jugendclubhaus in Trägerschaft der RAA Hoyerswerda. Wir sind ein kleines Team von 3 Mitarbeitern, die hier im Haus tätig sind. Ja, und was kann man erleben? Was erlebt man in einem Jugendhaus? Man kann seine Freizeit hier verbringen, man kann an Zirkeln mit teilnehmen, man kann sich selbst einbringen mit seinen Ideen, mit seinen Vorschlägen, die man hat. Man kann mit Freunden sich treffen, man kann seinen Geburtstag hier feiern. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Das ehemalige Haus der Institution in der Niederkirchner Straße in Hoyerswerda wurde am 30. November 2011 bei einer Auktion versteigert. Im Anschluss bekam die ehemalige SED-Kreisleitung eine optisch ansprechende frische Kur und ist seit 2013 Umsatz liegt übrigens bei rund 3 Millionen Euro. Gesellschaft für aber stetig voran. Das Unternehmen verkaufte sein Know-how in der Automatisierungs- und Prozessoptimierung bald nicht nur deutschlandweit, sondern auch tatsächlich international. Das Elsterwelle Kalenderblatt. In Schwebnitz öffnet an diesem Wochenende der Jubiläumsweihnachtsmarkt seine Pforten. Das vorweihnachtliche Spektakel wird zum 40. Mal veranstaltet und beginnt am Samstag und Sonntag jeweils 13 Uhr mit dem Einzug des Stollenwagens. Über das gesamte Wochenende werden dann die Besucher mit bunten Programmen und köstlichen Leckereien überrascht. In der Spremberger Innenstadt gibt es am Samstag das erste Lichterfest in diesem Jahr. Am Samstag erklingen unter anderem ab 14.30 Uhr weihnachtliche Melodien mit dem Musikverein Trachtenkapelle Spremberg und um 16 Uhr erscheint der Weihnachtsmann. Außerdem haben die Geschäfte bis 19 Uhr geöffnet. Auch auf dem Zeisighof öffnet am Samstag der diesjährige Weihnachtsmarkt. Los geht's 14 Uhr. Gegen 16.30 Uhr wird hier der Weihnachtsmann erwartet. An diesem Wochenende findet in der Hoyerswerder Kulturfabrik das 19. Liederfest um die begehrten Heuschrecken statt. Los geht's am Samstag um 10.30 Uhr mit der Kleinkunstbühne und Workshops. Um 16 Uhr gibt es ein Kaffeekonzert und ab 20 Uhr das Wettbewerbskonzert mit anschließender Auszeichnung. Live-Musik erklingt am Samstag im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda. Zu Gast sind dort Proft und Band. Sie stellen ihre neue Platte Plan vom Glück vor. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht's 21 Uhr. Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Sonntag auf eine Adventswanderung begeben. Treff für die ca. 15 Kilometer lange Tour ist um 9 Uhr am Parkplatz in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Verkaufsoffener Sonntag ist an diesem Wochenende im Lausitz-Center Hoyerswerda. Die Geschäfte haben in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum Weihnachtsshopping geöffnet. Außerdem präsentiert an diesem Wochenende ein Holzbildhauer alte Handwerkskunst. Und märchenhaft wird es am Sonntag in der Energiefabrik in Knappenrode. Erzählt wird ab 14 Uhr die Geschichte vom Froschkönig. Nachts Auflockerungen, teils gering bewölkt, meist noch trocken, Tiefstwerte 0 bis minus 2 Grad. Am Samstag nach letzten Aufheiterungen im Tagesverlauf dichte Wolken und aufkommender Regen mitunter auch als Schnee, dazu nasskalte 3 bis 6 Grad. Am Sonntag bei einer kräftig auflebenden West- bis Südwestströmung wolkenreich und sehr wechselhaft mit teils ergiebigem und länger anhaltendem Regen bei einem deutlichen Temperaturanstieg bis zu 10 Grad. Die neue Woche beginnt recht windig, teils auch stürmisch und es bleibt wechselhaft. Ab Mittwoch dann mehr Sonne, seltener Regen und weiter für die Jahreszeit sehr mild. Das war die Drehscheibe für Freitag. Morgen sehen Sie bei uns unter anderem 7 Tage Sachsen, den Rückblick auf die Woche im Freistaat. Unser Team wünscht Ihnen einen schönen ersten Advent. Genießen Sie Stollen und Weihnachtsmusik. Wir sehen uns dann am Montag wieder.